Ein Kranichpaar zieht mit seinem Jungen weit umher auf der Suche nach Nahrung. Schon lange sind sie nicht mehr am Nest. Sie haben es frühzeitig verlassen. Gerne sind sie in den Wiesen. Da ist reichlich Nahrung zu finden. Der Schlafplatz ist oft ziemlich weit entfernt, gerne in der Nähe vom Wasser, wo sie sich sicher fühlen. In der Nähe brüten Kiebitze. Denen gefällt die Anwesenheit der Kraniche überhaupt nicht. Sie versuchen, sie zu vertreiben. Jedes Mal, wenn ein Schlafplatz wieder aufgesucht wird, wird er ausgebessert mit Zweigen und Blättern oder auch Zweigen, die mühselig abgezwickt werden von einem Busch oder Baum. Das geht kaum mit dem Schnabel. Da sind Kraniche in der Luft. Sie rufen. Doch jetzt sind die Kraniche müde und die Nachtruhe kann beginnen. Es dämmert schon. Die Mutter legt sich nieder. Ja, es ist immer die Mutter. Ich kann die Kraniche unterscheiden aus der Beobachtung über viele Monate. Und das Junge schlüpft gleich unter die warme Decke. Jetzt schlafen sie, nur manchmal blinzeln sie. Die Idylle ist perfekt.